Fußball-Bundesligist Werder Bremen setzt auch in Zukunft auf Erfolgstrainer Florian Kohfeldt. Die Grün-Weißen verlängerten den Vertrag mit dem 35-Jährigen vorzeitig bis zum 30. Juni 2021. Auch Arbeitspapiere der Co-Trainer Tim Borowski und Thomas Horsch von Torwarttrainer Christian Wander, den Athletikspezialisten Axel Dörfuß und Günther Stocksreiter sowie den Analysten Mario Baric und Pascal Schichtl wurden entsprechend ausgedehnt. Florian hat mit seiner kommunikativen, transparenten und kritisch-konstruktiven Art großen Anteil am Entwicklungsprozess unserer Mannschaft. Er hat das Team mit klaren Vorstellungen und einer erkennbaren Philosophie aus einer schwierigen Situation herausgeführt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinem Trainerteam in Zukunft seinen positiven Weg fortführen wird, erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann. Positive Entwicklung fortsetzen. Kohfeldt bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Ich empfinde die Entscheidung als hohe Wertschätzung meinem gesamten Trainerteam gegenüber und freue mich, dass wir auch in den kommenden Jahren Zukunft des SV Werder Bremen mitgestalten können. Die vergangenen Monate haben mich in der Ansicht bestärkt, dass in der Mannschaft das Potenzial steckt, positive Entwicklung fortzusetzen. Wir wollen gemeinsam eine Kultur in der Mannschaft und in dem Verein festigen, zu jeder Zeit auf hohem Niveau das Beste aus uns herauszuholen. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte Kohfeldt das Amt des Cheftrainers bei Werder zunächst auf Interimsbasis von Alexander Nuri übernommen. In 18 Spielen unter seiner Regie holte Werder 31 Punkte in der Bundesliga und rangiert aktuell auf Platz 12. Zuvor sammelte er bereits im Trainerteam von Viktor Skripnik von 2014 bis 2016 Bundesliga-Erfahrung und übernahm anschließend Position als Trainer des U23-Teams, das er zum Klassenerhalt in der dritten Liga führte.